Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Futtereinzug durchs Kimmer. Auch eine witzige Idee. Ich glaube, wir haben es auch schon mal im Blog gezeigt. Das hatte irgendwo mal jemand. Futtereinzug durchs Kimmer. Hallo Herr Kammerer, bin großer Fan Ihres Modern Koi Blogs. Es ist ja immer wieder ein Thema, dass durch den Skimmer das Futter in den Filter gezogen wird. Um das zu verhindern, habe ich für meinen Teich eine simple Lösung gefunden, die sehr gut funktioniert. Unter dem Skimmer habe ich einen Belüfterring installiert und die dazugehörige Luftpumpe an eine Steckdose mit Fernbedienung angesteckt. Vor Beginn der Fütterung setze ich per Fernbedienung die Luftpumpe in Betrieb und die aufströmende Luft des Belüfterrings sorgt für eine Art Luftsperre um den Skimmer herum. Ankommendes Futter wird zuverlässig vom Skimmer ferngehalten. Über ein einstellbares Zeitrelais wird die Luftpumpe nach der eingestellten Zeit wieder abgeschaltet. Mit freundlichen Grüßen, Alex. Alex, diese Frage, beziehungsweise es ist keine Frage, das ist eine Antwort, die habe ich gerne vorgetragen, weil da einfach viele Leute auch immer wieder den Stress haben mit dem Skimmer, Skimmer raus, Skimmer runter, Skimmer drauf. Nach der Fütterung, dann vergisst man es wieder. Ich selber habe meine Skimmer abgeschafft. Komplett, nein, jetzt habe ich gerade wieder einen angeschafft, weil meine Familie wollte in einem Teich schwimmen. Dann haben wir die Fische rausgemacht, haben einen Skimmer, dass die Wasseroberfläche wirklich immer schön ist. Und da kam übrigens was Brutales dabei raus. Das hätte ich nie geglaubt, dass es so intensiv ist. Aber ganz kurz dazu, was Alex heißt, was Alex sagt, ist einfach, wenn das mein Skimmer ist, dann hat er untenrum einen kleinen Belüfterring sich gebastelt und bevor er füttert, schaltet er über eine Fernbedienung eine Luftpumpe ein, dann steigt hier Luft auf, die macht hier oben, pilzt sie auf und dieses Aufpilzen und dieses Wasser, was sie natürlich mit der aufsteigenden Luft aufsteigt, das drückt einfach Schmutz, Futter, alles was an der Oberfläche schwimmt, weg und so geht kein Futter mehr ins Skimmer. Ist eine geile Idee, habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Manche machen es auch in den Skimmer direkt rein, eine Luftkugel habe ich auch schon gesehen, sodass dann richtig sprudelt, geht auch nichts mehr rein. Also das ist eine einfache und kostengünstige Lösung, die auch tatsächlich funktioniert. Was ich gesehen habe, bevor ich den Skimmer installierte, also ich habe ihn ja nur unter Zwang installiert, weil wir haben erst alle Fische raus, dann war der Teich leer. Und das war dann die ersten zwei Tage auch recht schön, der dritte Tag auch noch. Am vierten Tag, Sie glauben nicht, wie viele Fliegen auf diesem Teich saßen. Der war voll über voll. Also da wollte ich dann auch wirklich nicht zum Schwimmen reingehen. Wenn man aber wirklich mal sieht, wie viele Fliegen die Koi am Tag fressen oder wie die Koi das effektiv zurückhalten. Also ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch schon mal gemacht haben. Am Anfang, wenn Ihr Teich zum Einlaufen kam, wenn noch keine Fische drin waren. Aber so ein Koi-Teich ist eigentlich eine brutale Brutstätte für Fliegen. Und wenn man die dann mal an der Oberfläche so treiben sieht, was für Platten das sind, wie viel, keine Ahnung, ob Tausende, Hunderttausende oder Millionen. Also es war wirklich krass, hätte ich nicht gedacht. Also ein Teich braucht Fische, nur dann funktioniert er. Und ich brauche im normalen Betrieb mit Koi brauche ich keinen Skimmer, weil ich es eben auch immer lästig fand. Und ich fände auch für mich persönlich lästig, wenn ich da ständig Luft an, Luft aus oder Luft aus und keine Ahnung. Also meine Teichoberfläche, glauben Sie mir, ist nicht viel schmutziger als die von den Leuten, die Skimmer verwenden. Aber das muss jeder selber wissen. Also Alex, vielen Dank für deine Frage. Mach's gut, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.